Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Handelswoche und einem neuen Tipp der Woche. Unser Tipp heute für Sie ist Hensoldt. Rüstungsaktien sind in den vergangenen Wochen bereits sehr stark gefragt gewesen. Die Hensoldt-Aktie konnte 2023 im Gegensatz zu Rheinmetall nicht so stark performen. Wir sehen es eigentlich über Monate sogar ein Abwärtstrend. Doch dieser wurde inzwischen gebrochen. Der Blick geht nach oben. Seit Anfang Januar inzwischen haben wir die 30-Euro-Marke bereits überwunden. Wir sind über die 200-Tage-Linie geklettert, nachdem man da zunächst noch abgeprallt war. Jetzt das nächste Kaufsignal, wie gesagt, der Sprung über die 30-Euro-Marke. Rein charttechnisch sieht es bei Hensoldt damit sehr gut aus und auch operativ. Heute im frühen Handel Rüstungsaktien wieder einmal die Top-Gewinner an der deutschen Börse. Es besteht die Hoffnung, dass die Rüstungsausgaben in Deutschland und auch in Europa allgemein weiter erhöht werden. Das sollte dann auch Hensoldt in die Karten spielen. Das sollte das Wachstum von Umsatz und Gewinn weiter befeuern. Der Konkurrent Rheinmetall hat heute auch wieder eine neue Munitionsfabrik eröffnet. Das zeigt, branchenweit werden die Kapazitäten erhöht. Auch Hensoldt geht hier voran, hat zuletzt ESG die Übernahme angekündigt. Diese wurde jetzt von den Kartellämtern genehmigt. Also auch Hensoldt weiter auf Wachstumskurs. Und wir halten hier in einem ersten Schritt einen Anstieg bis in den Bereich der Juli 2023er Hochs. Ungefähr bei 33, 34 Euro für möglich. Das sind bei der Aktie rund 10% Potenzial. Und das Ganze kann man wie gewohnt mit Hebel spielen. Ein Turbo Bull mit Hebel 3 hat aktuell einen Kurs von 10,28 Euro. Und dieser sollte durchaus bis in den Bereich 15 Euro steigen können, wenn unser Szenario aufgeht. Den Stoppkurs würde ich relativ eng bei 9 Euro setzen, um vor einem möglichen Rücksetzer gefeit zu sein. Blicken wir jetzt noch einmal auf die Empfehlung der vergangenen Woche zurück. Das war Volkswagen. Hier hatten wir auf den Ausbruch über das alte Dezemberhoch bei rund 118 Euro spekuliert. Zunächst einmal konnten wir uns aber nach oben noch nicht nachhaltig von dieser Marke lösen. Wir sehen es im Chartbild in der vergangenen Woche eigentlich mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung bei Volkswagen. Doch der Szenario ist weiter intakt. Wir setzen weiter auf steigende Kurse. VW dürfte davon profitieren, dass sich die E-Mobilität doch langsamer verbreitet als ursprünglich erwartet. Damit verdient VW weiterhin viele Milliarden mit den Verbrennern und kann so den eigenen Umstieg eben hin zur E-Mobilität besser finanzieren, kann den Rückstand hier aufholen, denn grundsätzlich sind die einzelnen Marken bei VW nach wie vor deutlich mehr wert als im aktuellen Kurs wiedergespiegelt. Deswegen, wir setzen weiter auf steigende Kurse. Wir können einmal kurz auf das Produkt blicken. Leicht im Minus aktuell, aktueller Kurs 3,31 Euro, 3,49 Euro hatten wir das Produkt empfohlen. Aber der Stoppkurs bei 2,80 Euro ist noch einiges entfernt. Deswegen gilt hier einfach dabei bleiben. Ich wünsche Ihnen mit beiden Produkten entsprechend viel Erfolg an der Börse, ein gutes Handeln und hoffe, dass wir uns dann in der kommenden Woche wiedersehen zu einem neuen Tipp der Woche. Bis dahin.